Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Der zweite Teil von automatischer Erkennung von Candle Pattern. Wir haben ja mit Teil 1 angefangen, Pinbar-Erkennung. Und ja, heute der zweite Teil der kleinen Serie. Wir werden in Zukunft auch hier anknüpfen und diesen Indikator bzw. EA auch in Zukunft ein bisschen weiter ausbauen. Wer den ersten Teil verpasst hat, der hat hier die Möglichkeit, bei uns auf der Webseite das Video sich anzugucken. Am besten natürlich nach dem heutigen Webinar unter Training und dann Videos. Ich klicke auch einmal drauf, damit Sie auch sehen, wie die Seite kurz aufgebaut ist für die, die das noch nicht kennen. Und hier unten haben wir eine eigene Rubrik für die AlgoCamp-Videos und dann finden Sie hier den ersten Teil, aber auch die anderen Webinare, die wir schon mit AlgoCamp, mit unserem Partner zusammen gemacht haben. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich freue mich, dass ja, am Rosenmontag so viele Teilnehmer anwesend sind. Ich hoffe, Sie hatten ein paar schöne Karnevalstage. Und bevor ich rüberwechsel zu Manuel, noch zwei Dinge. Wir haben bereits die nächsten Termine online, die wir zusammen mit AlgoCamp veranstalten werden. Und zwar einmal hier am 13.03. Wie erkenne ich, ob ein Handelssystem nicht mehr funktioniert? Können Sie sich schon gerne dafür anmelden. Und wir werden eine neue Webinarreihe starten ab Mai. Vollautomatische Handelssysteme, mehr als nur zwei kreuzende Durchschnitte und eine Blackbox. Also das wird eine vierteilige Reihe, wo wirklich von A bis Z über das Thema gesprochen wird. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann noch ein weiteres Thema. Unsere große Webinarreihe für 2017. Sehen Sie hier auch schon auf der Webseite mit den Profis auf Reise durch das Börsenjahr. Wir haben wirklich ja, 10 Experten eingeladen. Sie sehen auch hier, wer alles dabei ist. Also sehr bekannte Namen. Und wir werden jeden Monat ein Webinar entsprechend veranstalten. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne dafür anmelden. Sie sehen ja hier, wir haben eine Aktion gerade laufen für Kunden 0 Euro. Ansonsten kostet das Paket 900 Euro. Sie können sich aber auch für einzelne Webinare anmelden, wenn Sie möchten. Hier auf der Seite finden Sie die Informationen, kurzer Inhalt und natürlich auch zu den Referenten. Wer gerne teilnehmen möchten und das kostenlos, kann natürlich gerne auch ein Live-Konto noch eröffnen. Ja, gut, das war's von mir soweit. Dann übergebe ich jetzt den Bildschirm. Sollte jetzt angekommen sein. Kann man den Bildschirm sehen? Ja, kann man gut sehen und auch dich gut hören und deswegen wünsche ich euch auch viel Spaß jetzt. Super, vielen Dank. Dann begrüße ich auch nochmal alle recht herzlich heute Abend zum zweiten Teil der Webinarreihe PINBA, automatische Erkennung von Candle Patterns. Ja. Bevor das Ganze losgeht, würde ich mich nochmal kurz vorstellen. Ich starte auch mal die Bildschirmpräsentation. So. Das ist ein Webinar gehalten von AlgoCamp. Mein Name ist Manuel Lücke und AlgoCamp ist ein Unternehmen bestehend aus Programmierern und Tradern, die schon recht viel Erfahrung auf dem Gebiet haben. Wir sitzen in Berlin Mitte. Wir sind ziemlich transparent. Uns kann jeder besuchen. Wir sind alle recht offen für Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und da ein bisschen mehr erfahren wollen. Deswegen versuchen wir auch das Wissen so ein bisschen weiterzugeben.
in Form von Webinaren und, Seminaren auch. Wir sind beispielsweise auf den IB-Days jetzt nächste Woche auch mit vertreten, falls da jemand einschalten möchte. Und unsere Hauptaufgabe ist es natürlich die Umsetzung von automatischen Trading-Systemen für die Plattformen wie zum Beispiel MetaTrader oder NinjaTrader. Abgesehen davon erstellen wir auch individuelle Lösungen, also von Grund auf neu programmiert für die Leute, die das brauchen. Das hängt immer vom Anwendungsfall ab. Und damit das Ganze auch 24/7 läuft, braucht jeder natürlich irgendwie eine Art Trading-Server, die wir dann vermieten. Und wir verkaufen auch fertige Handelssysteme. Und das ist unser Kerngeschäft, sage ich mal. Dann kann das Ganze hier losgehen. Die Webinarreihe, da würde ich nochmal kurz zu sagen, was das Ziel ist. Und zwar geht es um Pinbars. Das sollte schon bekannt sein. Da wurde im letzten Webinar erklärt, was sind dann überhaupt Pinbars? So ein bisschen theoretischer Ansatz. Und das wollten wir halt alles vermitteln, damit erstmal alle auf dem gleichen Stand sind und wissen, worum es geht. Und da es halt ein sehr praxisbezogenes Webinar ist, ging es dann um die Programmierung dessen. Und zwar, wie man das typische Chartbild, was man hat, erstmal in Regeln definiert und wie das Ganze dann umgesetzt werden kann in der Programmiersprache. Und danach müsste man natürlich dann zu der Verwertung kommen, weil alleine das Erkennen reicht ja eben nicht von solchen Pinmaß. Man muss ja darauf dann erstmal eine Reaktion zeigen. Man muss ja irgendwie reagieren. Man möchte irgendeine Aktion starten, wenn man so etwas erkannt hat. Und darauf baut das Webinar heute so ein bisschen auf. Die Agenda von heute sieht so aus. Ich werde erstmal etwas detaillierter zusammenfassen, wie der Stand war vom letzten Webinar und werde auch nochmal erklären, was unsere Regeln dort waren, die wir festgehalten haben. Dann werden wir halt im nächsten Schritt erstmal erklären, was ist davon ausbauwürdig, was ist noch nicht so optimal, ja, was ist schlecht. Und danach stellen wir dann halt eben die Regeln auf, nachdem wir erkannt haben, was nicht so gut ist. Versuchen wir das eben zu erweitern und auszuformulieren. Das ist ja immer die Kunst. Wenn man etwas programmieren will, muss man ja im Detail sagen, wie das Ganze aussehen soll, beziehungsweise wie das Programm eben reagieren soll. Und danach kommt es dann eben schon zu der Praxis, wo wir das Ganze dann programmieren werden. Dann geht es los mit Punkt 1. Zusammenfassung, was ist der aktuelle Stand? Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Damit auch alle, die heute neu einschalten, wissen ungefähr, was beim letzten Mal geschehen ist. Und zwar haben wir eben definiert, rechts in der Grafik sieht man, was eine Pinbar ist. Das haben wir definiert und die Regeln dafür waren eben, dass der Körper von so einer Pinbar eben 33% maximal groß sein darf. Das heißt, der Kerzenkörper hat gerade mal ein Drittel Anteil von der Gesamtlänge des Körpers und der Körper, der muss sich innerhalb der ersten 15%, das ist in der Grafik nicht eingezeichnet, aber 15% entweder oben vom Hai entfernt befinden, also da muss der Körper eben sich öffnen bzw. beginnen für eine bullische Pinbar. Oder eben das Ganze umgedreht, für eine bärische Pinbar muss der Körper maximal oder darf maximal 15% vom Low entfernt sein und muss dann dort beginnen. Sehr charakteristisch für so eine Pinbar ist dann eben auch der lange Docht oder der Stiel, sage ich mal. Und das wird durch unsere Regeln abgedeckt, weil es ja dann mindestens 66% von der Gesamtkerze gibt, die diesen Teil eben ausfüllen. Genau. Dann hatten wir die Erkennung programmiert, also diese Regeln haben wir quasi programmiert und der aktuelle Stand war, dass wir uns das Ganze ausgeben lassen haben im Journal. Das heißt,
Darauf ist jetzt noch keine große Reaktion erfolgt. Also es gab jetzt keine Trades, die gemacht wurden, sondern das Ganze wurde einfach erkannt und dann festgehalten in der Konsole oder in diesem Journal im MetaTrader mit einer Uhrzeit, dass man das im Chart nachvollziehen konnte. So, ganz rechts in dem Screenshot haben wir die Ausgaben. Dort sieht man eben, was ausgegeben wurde, wenn eine Pinbar erkannt wurde, und sie wurde eben nur erkannt. Und Ausgaben haben wir dann, was sind die aktuellen Kurse, das Open, High, Low, Close, damit man halt die Kerze identifizieren kann. Dann haben wir noch weitere Berechnungen uns ausgeben lassen, sowas wie, wie groß ist die Gesamtkerze, also das High minus das Low sozusagen, und wie groß ist der Kerzenkörper. Das haben wir dann eben dafür gebraucht, damit man die Berechnung machen kann, 33% des Körpers entspricht das, also der Körper entspricht 33% oder weniger von der Gesamtkerzenlänge. Ist das der Fall? Wird das erfüllt oder nicht? Und dann haben wir uns halt eben noch die Uhrzeit dazu ausgeben lassen, damit wir im Chart nachvollziehen können, wo sich das abspielt. Genau, im Chart an sich hatten wir keine Kennzeichnung gehabt. Man könnte ja natürlich auch einen Pfeil oder hätte einen Pfeil einbauen können. Das ist aber meiner Meinung nach sehr wenig anfängerfreundlich gewesen. Von daher habe ich das mal rausgelassen. Es war ja sowieso schon sehr zeitintensiv gewesen. Und jetzt abgesehen von den ganzen Regeln, die wir aufgestellt haben, konnte man ja auch schon erkennen, was es jetzt so für Nachteile gab, beziehungsweise wo das Ganze noch nicht optimal ausgebaut ist. Und da hat man ganz klar gesehen, es gab ziemlich viele Pinbars, die eben erkannt wurden aufgrund unserer Regeln. In dem Screenshot kann man auch sehen, dass hier am 6.4., am 4.6., sorry, alleine schon an einem Tag irgendwie 3 Pinbars erkannt wurden, davon eine Bearish, eine Bullish und eine, die, das wird hier nicht mehr aufgezeigt in dem Screenshot. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Also das ist noch alles relativ ungefiltert, sage ich mal. Das kommt ja dann auch darauf an, auf das Gesamtgeschehen. Also ich möchte ja auch im richtigen Zeitpunkt so eine Pinbar erkennen, damit mir das Ganze auch etwas bringt. So. Und teilweise wurden da auch sehr kleine Pinbars erkannt. Das hat dann meistens immer so ein bisschen wenig Aussagekraft, also so ganz kleine Candles, die eben trotzdem die Regeln erfüllt haben mit einem 33-prozentigen Körper oder kleiner, die müssen ja dann nicht unbedingt für ein Trade sprechen, sondern können ja dann eventuell auch einfach rausgefiltert werden, wenn sie halt zu wenig Aussagekraft haben, als dass man sich da jetzt investieren möchte, long oder short. Deswegen an der Stelle, wie können wir das System ausbauen? Ich erstmal ganz grob beschrieben, wir brauchen einen Filter, ganz klar, der uns dann sagt, sind wir gerade in einer Phase, wenn wir eine Pinbar erkennen, ob wir uns jetzt investieren möchten oder nicht, ob wir eine Position eingehen möchten und die halt der das ganze Gesamtgeschehen betrachtet. Da haben wir sehr viele Möglichkeiten, die werde ich gleich nochmal aufzeigen. Da kann man der Kreativität freien Lauf lassen, sage ich mal. Und damit man das Ganze natürlich verwenden kann oder verwerten kann, brauchen wir auch noch sowas wie eine Ordergabe. Also wir wollen das Ganze jetzt traden, das soll halt ein kleiner Expert-Advisor werden, und da reicht es eben nicht, dass man eine Ausgabe, ein Journal hat, damit man es dann selber machen kann oder sich benachrichtigen lässt oder so, das reicht uns nicht. So. Auf der nächsten Folie habe ich jetzt die Sachen festgehalten, wo man sagen könnte, ja, so könnte man einen Filter bauen, damit man die Pinbars in einer guten Situation erkennt und die Erkennung der Pinbar an sich auch noch etwas optimiert. Da geht das Ganze los, dass die Pinbar eben eine bestimmte Größe haben sollte. Ja? Die ganz kleinen Pinbars, haben wir ja gesagt, sind etwas
weniger aussagekräftig, und damit wir das Ganze auch universell anwenden können, also auf verschiedenen Assets, auf verschiedenen Zeitintervallen, brauchen wir einen relativen Bezug, und dafür ist dann der ATR-Indikator ganz gut geeignet, der ja so die Schwankungen quasi misst oder die durchschnittliche Größe von den Candles berechnet, und an dem wollen wir uns dann orientieren. Da sagen wir dann, die PINWA, die wir erkannt haben, die muss größer sein als der ATR zu dieser Stelle, der dort vorhanden ist. Und dann haben wir schon mal eine Candle oder eine PINWA, die der Größe gerecht wird der aktuellen, von der aktuellen Marktsituation, sage ich mal. Im zweiten Schritt könnte man dann sagen, dass die bearische PINWA über dem SMA sein soll. Und zwar greift das Ganze der Theorie auf, dass es halt der Kurs, der Close-Kurs, immer um den SMA schwankt, und wenn der Kurs weit weg genug ist vom SMA, dann soll er halt wieder zurückgehen. So. Und wenn er weit weg entfernt ist, dann hat man ja eine Stelle, wo es ganz gut wäre, wenn dort eine PINWA erkannt wird, und darauf wollen wir eben aufbauen. Wir schauen, ist der Close-Kurs weit weg genug, entfernt von dem SMA, und zwar x Pips. Das können wir uns dann auch als Parameter definieren. Dann wollen wir einsteigen, falls eine PINWA erkannt wird, und der muss natürlich auch drüber, also nicht nur weit weg genug sein, sondern auch drüber oder drunter sein, je nach bearish oder bullischer PINWA. Und als letzten Indikator, den wir uns noch hinzufügen, da nehmen wir dann den Stochastics-Indikator. Dort werden wir dann einfach sagen, dass der Wert größer oder kleiner x sein muss. Ja, das ist ja auch immer so eine Sache, wie möchte man das erkennen, also wie stark möchte man seinen Filter einstellen. Deswegen habe ich da jetzt einfach mal ein x platziert an der Stelle. Da werde ich dann einen Wert vorgeben, und dort werden wir dann auch schauen, dass wir die PINWAs eben in der Überkauf- bzw. überverkauft-Situation erkennen werden, was dann auch nochmal ein Indiz dafür ist, dass die PINWA gerade, also vom Gesamtmarktgeschehen, in einer guten Lage ist oder eine hohe Aussagekraft hat, dass wir sie handeln können. Und als letzten Punkt würden wir dann reinnehmen, dass die Candles davor, die zwei Candles davor, auch einen kleinen Einfluss auf die PINWA haben. Und zwar bringt uns das ja nichts, wenn, wenn der Trend eigentlich in eine andere Richtung läuft und dann die PINWA kommt und wir sie dann quasi in die falsche Richtung handeln. Deswegen sagen wir, es kommt ein Tief, ein tieferes Tief, und dann kommt die PINWA, die einen sehr langen Kerzendocht eben nach unten hat, sodass das Tief immer weiter ausgebildet wird, und dann wollen wir in die andere Richtung handeln. So, wenn natürlich die anderen Bedingungen auch erfüllt sind, also dass es gerade eine Überverkaufssituation ist, die Kerze dann eben groß genug ist, also anhand des ADRs, und die PINWA auch weit genug von dem SMA entfernt ist. So wollen wir unser Gesamtmarktgeschehen dann eben filtern. Und genau, das war es dann soweit mit den Erweiterungskriterien, die wir jetzt einbauen. Ich würde sagen, dann legen wir los. Gehen wir mal aus der Präsentation raus und gehen rein in unseren MetaTrader von FX Flat, den öffnen wir, MetaTrader 4. Und dann öffnen wir unter Extras den MetaQuotes Language Editor. Der ist bei mir schon offen an der Stelle. Und im letzten Webinar haben wir ja schon das Projekt erstellt. Das ist jetzt bei mir auch genau der gleiche Stand. Ja. Und an der Stelle wollen wir dann einfach mal ansetzen und weitermachen, was wir gerade eben besprochen haben. So, dann wäre jetzt der erste Schritt quasi, dass wir eventuell uns die Daten auslesen, die wir alle brauchen, beziehungsweise
Am Anfang würde ich sagen, können wir auch noch mal kurz den Programmcode durchgehen. Da hatten wir oben die Benutzerparameter gehabt, ob Long oder Short getradet werden soll für später, schon mal als Platzhalter. Dann haben wir hier eine Variable, die die aktuelle Zeit der Kerze speichert, die wir gerade verarbeitet haben. Das ist dafür da, dass unser Programm nicht auf On-Tick-Basis reagiert, sondern jedes Mal, wenn eine Kerze eben abgeschlossen wird und wir stellen fest, jetzt haben wir einen Tick von einer neuen Kerze, der erste Tick, dann soll eben auf die vergangene, also auf die Kerze, die gerade eben geschlossen wurde, reagiert werden. Das hilft uns dabei. Und zwar sehen wir das quasi hier in der Zeile 41. Dort wird die Methode aufgerufen, New Candle. Das Ganze verpackt in einer Wenn-Abfrage, also unser If. Könnte man das so übersetzen, wenn es eine neue Kerze gibt, dann mache etwas. Und was hier gemacht wird, ist eben, wir prüfen, ob es eine Pinbar gibt. Das war unser Stand. Ich kann auch nochmal ganz kurz die New Candle-Funktion zeigen, die wir geschrieben hatten. Dort wird einfach überprüft, ob die Kerze, also hier gab es eine Funktion, die hieß iTime von der letzten Kerze. Und hier wird geprüft, ob es die ist, die wir bereits gespeichert haben. So. Und falls nicht, also falls es die ist, dann wird eben die aktuelle Kerze genommen und der aktuellste Zeitstempel festgehalten, damit wir das in der nächsten Überprüfung wieder haben und feststellen können, wann wird eine neue Kerze oder wann wurde eine neue Kerze geschlossen, um unseren Algorithmus wieder anzuhauen. Dann haben wir als letztes noch die Check-Hammer-Methode bzw. die Check-Pinder-Methode, sollte man sie auch nennen können. Dort haben wir uns alle Daten geholt, die wir brauchen, Open, High, Low, Close und die Zeit der Candle. Dafür gab es immer jeweils eine Funktion, zum Beispiel die IOpen-Methode, mit den Parametern des aktuellen Assets, des unterliegenden, also auf welchen Chart das angewandt wurde. Dann das Zeitintervall, die 0 steht auch für das aktuelle Zeitintervall. Man könnte ja auch irgendwie das Open einer Candle abfragen von einem anderen Asset auf einem anderen Zeitintervall. Und hier haben wir die Verschiebung der Kerze. Die 1 sagt quasi die letzte Kerze, also die erste, die vergangen ist, weil wir ja aktuell dann den Tick der ersten, also der aktuellsten Candle haben, die noch nicht geschlossen ist. Deswegen bringen wir halt eine zurück, um auf die zu reagieren. In der Methode haben wir dann den Kerzenkörper berechnet und die Länge der Kerze. Und hier hatten wir unsere Regeln erfüllt, quasi, für, wo wir gesagt haben, das ist für uns eine Pinbar, und zwar, dass das Verhältnis zwischen Kerzenkörper und Kerzenlänge kleiner ist als 33%. Ja? Und in dieser Zeile haben wir festgelegt, dass eben der Kerzenkörper 15% entfernt, also maximal 15% vom High oder vom Low beginnen muss, damit es eine, also als Toleranzgrenze, damit wir sagen, das ist noch eine Pinbar, der Kerzenkörper ist nicht so weit in der Mitte und die sieht für uns so aus, als wäre es eine richtige Pinbar. So. Dann würden wir jetzt ansetzen, und zwar dort, wo die Methode CheckHammer aufgerufen wird. Genau, das ist hier der Punkt. Und wir müssten jetzt erstmal sagen, weil wir ja wirklich traden wollen, müssten wir sagen, wir wollen ja eigentlich nur eine Position offen haben. Also ich lege das jetzt einfach mal so fest. Deswegen müssen wir uns ja auch mal bestimmen, ob wir dann schon eine offene Position haben oder nicht, weil wenn wir eine offene Position haben, dann wollen wir nicht noch einen Trade eingehen. Das ist jetzt auch erstmal etwas einfacher, als hier so ein Multipositionsmanagement zu betreiben, gerade für Anfänger. Dann machen wir eine Abfrage mit wenn. Genau. Wenn Orders total,
dann die Klammer nicht vergessen, gleich gleich 0 ist, also wenn wir gerade keine offene Order haben, dann wollen wir diese Pinbar erkennen, deswegen ziehe ich den Code hier mal mit rein. Das heißt quasi, wenn wir eine offene Order haben, dann soll er halt auch gar nicht erst die Berechnungen durchführen, die wir jetzt gemacht haben. So, die Berechnungen durchführen, ob es eine Pinbar ist oder nicht. Und jetzt an der Stelle, wenn wir gar keine offene Order haben und er eine Pinbar erkannt hat, dann brauchen wir eben Daten. So. Deswegen würde ich hier erstmal wieder eine Wenn-Abfrage machen. Und wir haben ja festgelegt, dass bei 0 quasi keine Pinbar entstanden ist. Bei 1 gibt es eine bärische Pinbar und bei 2 gibt es eine bullische Pinbar. Das war der Rückgabewert der Funktion, das kann ich auch nochmal zeigen. Hier hatten wir mal diesen Rückgabewert und in diesem Block hatten wir festgelegt, ob das eine bärische Pinbar ist, weil es einfach unseren Regeln danach entsprochen hat. Und unten hatten wir diesen Rückgabewert 2. Das heißt, die Funktion liefert uns diese 1, diese 2 oder diese 0, falls er in keinen Wenn-Block gesprungen ist, liefert er uns diese 0 zurück. Das heißt, dort ist keine Pinbar an dieser Stelle. Und wir können jetzt hier eine Abfrage machen, wenn die Pinbar, die wir ausgelesen haben, größer ist als die 0, dann können wir mit unserem Programm fortführen. Schreibe ich auch nochmal einen Kommentar dahinter. Wenn eine bullische oder eine bärische Pinbar erkannt wurde, dann gehen wir in diesen Block. Und jetzt brauchen wir unsere Daten. Ihr erinnert euch, wir hatten Kriterien aufgestellt, unsere Filter, wo wir das nach ATR, SMA und das höhere High bzw. tiefere Tief filtern wollen. Und genau die Daten brauchen wir jetzt eben. Da würde ich sagen, können wir hier erstmal unseren Code kopieren, weil wir die Open, High, Low, Close Kurse eben brauchen. Und jetzt können wir, also jetzt wollen wir das Ganze angehen mit das höhere High bzw. das tiefere Tief. So. Dafür müssten wir jetzt eben das High bzw. das Tief auslesen, das schon um 1 weiter vergangen ist. Also ich nenne die Variable High before High oder High before. Und das ist vom Funktionsaufruf genauso so ähnlich, wie als wenn man das aktuelle High ausliest, nur dass eben die Verschiebung nicht um eine Stelle ist, sondern um 2 Stellen. Dann haben wir das High before, before, was dann quasi die drittletzte Candle ist. Und an der Stelle machen wir dann noch einfach eine weitere Verschiebung. So. Das Ganze brauchen wir dann noch für das Low. Das ist dann eben genauso ähnlich, dass wir das Low von davor auslesen. Und dann holen wir uns noch das Low von davor. Das brauchen wir erstmal nur als Daten, die wir speichern. Und später müssen wir das Ganze dann natürlich noch überprüfen weiter unten. So. Dann brauchen wir den ATR-Wert, haben wir gesagt. Und an dieser Stelle würde ich ganz gerne nochmal an die Dokumentation verweisen von MQL4. Hier haben wir unter docs.mql4.com/indicators haben wir hier die Reihe von Indikatoren, die nativ vorhanden sind und können schauen, wie wir das Ganze anwenden. Hier habe ich jetzt mal den IATR-Indikator. Da ist es eben alles dokumentiert,
wie man das benutzt, beziehungsweise wie man das aufruft. Die Funktion hat immer einen Rückgabewert, Double, das heißt so viel wie Nachkomma, also eine Zahl mit Nachkommastellen. Und dann ist hier der Funktionsname. Und in den geschweiften, in den runden Klammern hat man dann eine Liste von Parametern, die man mit angeben muss. Die Parameter sind darunter alle nochmal erklärt. Das würde ich mal kurz durchgehen. Da hat man das unterliegende Symbol, was man angibt, also von welchem Asset möchte man überhaupt den ATR auslesen, dann von welchem Zeitintervall möchte man das. Dann hat man ja immer die Anzahl der Perioden, auf die der Durchschnitt gebildet wird, und dann hat man eben noch die Verschiebung, also um wie viele Candles soll das Ganze verschoben werden und aus welchen Candles soll er den Durchschnitt bilden. So. Dann benutzen wir hier die Funktion einfach mal und sagen IATR. Dann fragt er uns nach dem Symbol, das ist eben null. Danach haben wir die 0 als unterliegendes Zeitintervall, ist das Zeitintervall, auf das der Chart angewandt wird, oder auf dessen Chart der EA angewandt wird. Und dann haben wir die Anzahl der Perioden und dann eben noch die Verschiebung von dem Ganzen um 1. Und dann haben wir unseren ATR-Wert. Das Ganze würde ich mal kurz kompilieren, damit wir sehen, ob irgendwo eine Klammer vergessen wurde oder ob wir eine Klammer zu viel haben. Hier sieht man, hier wird eine Klammer vermisst, die habe ich vergessen zu setzen. Ups, das war nur einfach eine Klammer zu viel gewesen. Ich das kompiliere, dann hat er jetzt keine Probleme mehr. Genau. Man muss eben darauf achten, dass jeder if-Block mit der geschweiften Klammer auch mit einer Klammer eben geschlossen wird. Das wird auch immer farblich markiert. So. Ich schreibe hier nochmal den Kommentar dazu. ATR-Wert auslesen. Und dann brauchen wir noch den SMA-Wert. Da heißt die Funktion IMA für Moving Average. Hier ist es halt so gehandhabt, dass man mehrere Moving Averages hat, also SMA bzw. EMA. Das wird alles von einer Methode verwaltet. Und in diesem gelben Kasten hier haben wir auch nochmal die Beschreibung von dem, was wir brauchen. Da haben wir wieder das Symbol, null, was unterliegend ist, den Timeframe, auch null. Dann haben wir die Anzahl der Perioden, da lege ich jetzt einfach mal die 30 fest. Dann haben wir den Shift, also wieder die Verschiebung. Da haben wir dann auch die, die 0. Und danach kommt die MA-Methode, also welchen Moving Average wollen wir nehmen. Dort gibt es vorgefertigte Variablen vom System, die einem vorgeschlagen werden. Das Ganze findet man auch in der Dokumentation. Und dort nehmen wir uns den SMA vor. Dann fragt er uns nach Enum Applied Price, heißt quasi so viel wie auf welchen Kurs soll denn der SMA nun gezeichnet werden. Wir möchten es gerne, dass es der Close-Kurs ist. Da gibt es auch eine vorgefertigte Variable, Price Close. Und dann haben wir noch die Verschiebung von ab welcher Candle soll der SMA berechnet werden. Und da wollen wir ja die zuletzt abgeschlossene Candle haben, da wir um Close handeln. Dann nehmen wir die 1 und jetzt sollten wir den SMA-Wert in der Variable gespeichert haben. So, dann müssen wir mal überlegen, ob wir noch etwas brauchen, und wir brauchen noch eine Sache, und zwar den Stochastics-Indikator. Ich schreibe hier nochmal einen Kommentar darüber, den SMA von 30 auslesen, und oben haben wir den ATR von 14, den wir auslesen. So. Genau. Dann haben wir den SMA, den wir noch, den Stochastics meinte ich, Entschuldigung, den wir noch brauchen. Die Methode heißt eStochastics. Da haben wir wieder die Parameterliste, die jeder mal für sich anschauen sollte, wenn man sowas benutzt. Ich würde jetzt hier einfach mal
den Stochastics mit den Standardwerten nehmen. Und zwar mit 533. Jetzt will ich das mal festhalten. Und dann geht das Ganze auch los. Es ist hier alles sehr ähnlich. Stochastics Value heißt unsere Variable. Hier wird uns die Methode mal schon vorgeschlagen durch die Autocomplete-Funktion vom Editor. Und da haben wir wieder ähnliche Parameter, die wir übergeben müssen. Das Symbol ist wieder null. Das ist immer das gleiche Spiel aktuell. Dann das Zeitintervall. Dann haben wir die Parameter 533 für uns. So, dann wird eben die MA-Methode innerhalb des Stochastics gebraucht. Dann nehmen wir auch den SMA. Dann den Preis, den wir brauchen. Da nehmen wir mal, da muss ich gerade auch selber mal nachschauen, was dort gebraucht wird. Can be one of this, nur für, genau. Wir wollen uns gerne auf den High-Low-Wert beziehen, also nehmen wir hier die 0. Und dann haben wir zum Schluss noch den Modus. Das müsst ihr da einfach mal nachlesen. Also hier gibt es so viele verschiedene Modi, die kann ich gar nicht alle zusammenfassen. Aber der Mode Main ist so der gängige Modus, sage ich mal, den wir dann beim Stochastics brauchen. Und zum Schluss haben wir wieder die Shift-Variable bzw. die Verschiebung von dem Ganzen. Und da haben wir wieder die 1. So. Jetzt haben wir alle Werte, die wir brauchen. Und jetzt können wir daraus unseren Filter bauen, weil uns jetzt nur noch die Logik an sich fehlt. Also wir müssen jetzt das Ganze filtern mit den Werten, die wir ausgelesen haben. Und da fangen wir erstmal für Short an, würde ich sagen. Hier hatten wir ja gesagt, die bierische Pinbar, das ist die 1. Also brauchen wir wieder eine Abfrage, in der wir jetzt überprüfen, wurde eine Pinbar mit dem Rückgabewert 1 entdeckt. Dann wollen wir hier weiter unseren Filter ausbauen und springen hier rein. An der Stelle können wir auch noch unsere benutzerdefinierte Variable anwenden, und zwar dieses DetectShort, was ja dann innerhalb der User-Eingaben definiert werden kann. Das können wir an der Stelle noch damit verknüpfen, damit wir sagen können, wenn wir das DetectShort, die Variable, nicht gesetzt haben, dann wollen wir das Ganze auch nicht handeln, und dann würde er an der Stelle eben nicht weiter in die Tiefe gehen, sondern abbrechen. Und wenn das Ganze aber so ist, dass wir das handeln wollen, können wir erstmal eine Ausgabe machen. Printf war ja immer was, auf das Journal geschrieben wird, mit Shorthammer bzw. Shortpinbar detected. Damit wir wissen, wie weit wir im Filter schon vorgedrungen sind. So. Dann haben wir gesagt, den ATR, den wir schon ausgelesen haben, jetzt müssen wir den vergleichen, ob er denn, also ob die Pinbar auch eine ATR-Größe erreicht hat oder nicht. Das Ganze machen wir wieder in einer If-Anweisung. Und da sagen wir jetzt, wenn der ATR so groß ist wie die, also größer ist an dieser Stelle als die Größe der Candle, und wir haben hier vergessen, dass wir die Größe der Candle auslesen wollen, deswegen würde ich das nochmal kurz von hier unten rauskopieren. Wir brauchen das, die Größe der Candle. Jetzt haben wir sie, die Candle Lengths. Und wir vergleichen den ATR eben mit dieser Candle Lengths. So.
Wenn wir sagen, dass das Ganze größer ist, dann würde, beziehungsweise andersrum, wir müssten sagen, dass die Candle Length eben größer ist als der ATR-Value, dann würde der Filter hier an der Stelle weiter in die Tiefe gehen und alles ausführen, auch was danach noch ist. Ich schreibe hier mal den Kommentar noch drunter. Also wenn die Kerzengröße größer ist als der ATR an dieser Stelle und wir eben eine mindestens durchschnittliche Kerzengröße haben, dann kann hier weiter gefiltert werden. So. Und als nächster Schritt würde dann eben kommen, dass wir den SMA-Vergleich machen, wobei wir sagen, dass halt für eine bullische Candle der aktuelle Close-Kurs unter dem SMA sein muss und im Schritt danach bauen wir das dann halt auch noch mit der Distanz ein. Was würden wir jetzt hier machen? Close-Kurs muss kleiner als SMA sein. So, und oben nehmen wir dann den ausgelesenen Close-Kurs, wobei eben beim Shorten muss das Ganze ja größer sein. Also der Close muss über dem SMA sein, damit der Close zurück zum SMA läuft, wie in unserer Theorie aufgestellt. Also sagen wir hier größer als SMA-Value. So. Und dann haben wir noch den Stochastics-Wert, der auch noch verglichen werden muss. Da würde ich jetzt einfach mal festlegen, damit der Filter nicht so eng ist, dass Stochastics größer sein muss als 60. Ganze programmieren wir jetzt auch noch. Der Stochastics-Wert muss größer gleich sein als 60. Dann gehen wir wieder eine Ebene tiefer im Filter und dann würden wir den Vergleich machen, dass ein High auf ein höheres High halt folgen muss, also ein höheres High auf ein High. Und das ist unser letzter Filter, den wir benutzen. Schreibe ich auch nochmal einen Kommentar. Genau. Und zwar sagen wir jetzt, dass das High größer sein muss als High Before. Das High Before ist ja quasi die zweitaktuellste Candle, die wir haben, die abgeschlossen wurde. Und wir können das Ganze mit einem UND vergleichen. Also wir haben hier einen ersten Ausdruck. Und wir sagen, der zweite Ausdruck, der jetzt gleich kommt, der muss auch erfüllt werden, damit er in den Filter reingeht. Und dort sagen wir einfach, dass das High Before größer sein muss als das High Before Before. Das High Before Before war die drittaktuellste Candle, die beendet wurde. So. Und dann machen wir eine Ausgabe. Gehe short. Das wäre jetzt unsere Filterroutine für die Short Trades. Und das Ganze brauchen wir jetzt natürlich noch long, beziehungsweise eine Sache haben wir noch vergessen, und zwar, wir wollten ja auch, dass der Close-Wert weit weg genug ist vom SMA. Da würde ich sagen, das ist eine Sache, die können wir dem User überlassen, einer Variable, die er festlegt. Die wird hier oben definiert. Der Name ist SMA Min Distance und dort legen wir einfach mal fest, dass der SMA mindestens 0,001 Euro, US-Dollar oder worauf wir das auch immer denn anwenden werden, entfernt sein muss. Also quasi 10
10 Pips. So. Und dort sagen wir dann einfach, dort müssen wir eine kleine Berechnung durchführen. Und zwar sagen wir, dass der absolute Wert von der Differenz zwischen dem Close und dem SMA-Value, der muss eben größer gleich als dem SMA-Min-Distance, was auch immer in der Variable gespeichert ist, in diesem Falle sind es halt 10 Pips, größer sein. So. Das Ganze habe ich gerade mal kompiliert, um zu gucken, ob ich irgendwelche syntaktischen Fehler gemacht habe. Das ist nicht der Fall. Und jetzt haben wir das Ganze für die Short-Richtung und brauchen das noch für die Long-Richtung. Dort können wir das einfach kopieren und müssen dann dementsprechend alles einmal umwandeln. Und zwar die Pinbar, dort hatten wir als 2 definiert, dass es die Nummer 2 eine boolische Pinbar ist. Also muss das hier eine 2 sein, die Pinbar muss eine 2 sein. Und wir haben die Detect Long-Richtung. Wenn der Benutzer möchte, dass Long gehandelt werden will, dann passiert das an dieser Stelle, damit es tiefer in den Filter reingehen kann. Wir machen eine Ausgabe, dass eine boolische Pinbar erkannt wurde. Und genau, dann haben wir in diesem Filter die Größe der Kerze. Die Anweisung bleibt genauso vorhanden, weil die Kerze muss eben größer sein als ein ganzer ATR-Wert an dieser Stelle. Dann haben wir den Vergleich mit dem SMA, wo wir sagen, der Close muss über dem SMA-Wert sein, was an dieser Stelle falsch ist. Für die Long-Richtung muss der Close natürlich unter dem SMA sein, damit der Wert halt in Richtung des SMAs wieder zurückgeht. Als zweite Anweisung hatten wir, dass der Abstand zum SMA größer gleich sein muss als die vorgegebene Distanz des Users. Das haben wir auch gemacht und das kann auch so stehen bleiben. Der Abstand wird hier eben absolut berechnet und das ist alles schick, wie es ist. Und hier haben wir den Stochastics-Wert. Das kann man natürlich so nicht stehen lassen. Der Stochastics-Wert muss ja in dem Unterkauft-Bereich sein. Deswegen ändern wir das Ganze mal auf 30. Und hier sagen wir, dass das aktuelle Tief, was unsere Pinbar ist, dass das das Low ist und dass es eben tiefer sein muss als das Low von der Vorkerze. Und als zweiten Vergleichs- oder zweiten Vergleichsausdruck haben wir dann das Low Before, welches kleiner sein muss als das Low Before Before. Und dann haben wir die GLong-Anweisung. So, das Ganze kompilieren wir einmal. Und können das dann auch testen. Dann müsste hier eine, genau, bis jetzt müssten dann nur Ausgaben kommen. Ich würde jetzt auch nochmal hinzufügen, sowas wie ATR ist groß genug, damit wir wissen, in welcher Ebene des Filters wir uns gerade befinden, falls wir das Ganze testen. Und hier haben wir eine Ausgabe mit SMA, stimmt. Das Ganze auch für die Long-Seite. Und dann noch eine Ausgabe mit dem Stochastics. Genau, so, wenn wir jetzt den EA anwenden, öffnen wir erstmal einen neuen Chart quasi. Ups. Mal auf den Euro-US-Dollar. Haben wir erstmal den Chart offen und
Das hätten wir eigentlich gar nicht machen müssen, aber genau. Wir sind unten in dem Strategietester, den öffnet man mit Steuerung R, beziehungsweise kann man das auch oben per Ansicht öffnen. Hier. Und dort wählen wir unseren EA aus, den wir gerade programmiert und kompiliert haben. Das ist der FXFlat Finder. Das sieht man hier in dem Namen des Projektes. Und dann haben wir die Periode, auf der wir uns bewegen wollen. Das ist H1. Und dann können wir uns noch einen Zeitraum aussuchen, wenn wir wollen. Da nehmen wir einfach mal, ich würde mal sagen, 2016. Irgendwas. Ich habe da natürlich schon einen kleinen Zeitraum ausgesucht, der, wo man ein paar Pinbars dann erkennt. Manuel? Ja? Ganz kurz, bevor wir da weitermachen, da sind ein paar Anmerkungen der Teilnehmer bezüglich der Programmierung. Kannst du mal eben in dem Chat rein, kurz reingucken. Und zwar betrifft es einmal Zeile 59 und Zeile 95. Zeile 59. Da ist die Anmerkung, dass das eine 3 sein soll, anstatt eine 2. Oder? Das ist so nicht korrekt, weil wir, also angenommen, wir hätten die 0, würden wir uns auf die aktuellste Candle beziehen, die noch nicht abgeschlossen ist. Also wir wollen ja auf On-Close handeln und wenn wir sagen, wir nehmen die 1, dann ist es halt um eine Kerze verschoben. Das heißt, die aktuellste minus 1 ist die erste, die abgeschlossen ist. Und die von davor wäre dann quasi mit der 1, also 1 draufgerechnet, die zweitaktuellste Kerze. Und das, also es hat schon so seine Richtigkeit, sage ich mal. Also der Teilnehmer korrigiert sich gerade, der sagt Zeile 60 war gemeint. Zeile 60. Ja. Okay. Oh, wie vor. Ah, super. Das ist sehr gut aufgepasst, das ist korrekt. Das erspart uns Fehlersuche. Und dann war nochmal die Zeile 95, ob es nicht kleiner als 30 sein soll. 95, das ist jetzt gerade verschoben. Ja genau, noch ein bisschen. Das ist jetzt aktuell Zeile 100, glaube ich. Ja. Ach, okay, verstehe. Genau, kleiner gleich 30, ja, sehr gut. Ich bin sehr erfreut, dass ich so aufmerksame Zuschauer habe. Vielen Dank an der Stelle. Das erspart uns die Fehlersuche dann zum Schluss. Ja, das stimmt. Super. Okay, danke. Okay, dann machen wir weiter. Und dann starten wir den Backtest. Hier ist ganz wichtig, dass ihr den visuellen Modus angehabt habt, damit das Ganze live simuliert wird. Hier kam es gerade noch zu einem Fehler. 65. Achso, der Zeitraum war noch falsch eingestellt. War 2016. Genau. Hier unten haben wir den Regler quasi, wie schnell das Ganze ablaufen soll. Und jetzt haben wir nur Ausgaben. Dort sieht man halt noch die Ausgaben von davor. Die würde ich jetzt mal auskommentieren, die vom letzten Mal. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Und würde uns so durcheinander bringen. Und dann starte ich den Backtest nochmal neu. Lassen wir das Ganze mal laufen. Und dort haben wir schon die erste Erkennung, habe ich gerade schnell gesehen. Hier haben wir die Ausgabe, die uns sagt, auf welcher Ebene wir uns gerade befinden. So. Hier wurde eine Shortbar detected am 26.07.2016. Da will ich mal kurz hin navigieren. 26.07.2016 um 13 Uhr. Also quasi hier das Ding.
Und wir sehen hier, ATR ist groß genug. Ich kann hier auch mal die ganzen Indikatoren reinhauen. Moving Average brauchen wir auch von 30. Und dann haben wir noch den Stochastics-Indikator. Da haben wir 60-30 als Ebenen benutzt. Genau. Sind das Einstellungen, die ihr schon mal getestet habt oder jetzt erstmal nur zu finden? Ja, also das ist jetzt pauschal festgelegt. Einfach so, also ich sag mal, das ist jetzt so, dass der etwas an Pin-Bars erkennen wird, nicht, dass wir gar nichts mehr erkennen, aber auch nicht zu lasch eingestellt, sag ich mal. Also es ist jetzt so Anwendung oder beispielgetreu eingestellt. Kann man so machen, aber sollte jeder Benutzer dann eben noch für sich selber mal durchtesten. Man hat jetzt die Möglichkeit, um zu schauen, ob das gute Einstellungen sind oder nicht, indem man das halt laufen lassen kann. Und wir hatten ja an der Stelle eben gesagt, dass hier die PIN da erkannt wurde. Und hier kann man jetzt den Vergleich machen. Müsst ihr jetzt halt mal schauen in dem Datenfenster, was hier aufgezeigt wird, ob die Größe der Candle eben groß genug ist, beziehungsweise was hier als ATR bestimmt wird. Ja. Und dann kann man hier halt sehen, dass es leicht am Stochastics drüber ist, also quasi genau für uns gemacht. Und hier kann man eben auch sehen, dass über dem SMA diese Pinbar stattfindet und der Close müsste jetzt dann auch größer sein als 10 Pips. Ja, wie kann man es erkennen? Genau. Also es ist quasi jetzt eine Pinbar, die erkannt wurde, die genau unseren Filtern entspricht. Und er würde jetzt an der Stelle short gehen. Ich kann das Ganze ja mal noch weiterlaufen lassen. Hier sieht man dann eben ein weiteres Beispiel am 29.07. um 11 Uhr. Genau, die Kerze davor quasi. Das ist ja auch eine drumherum ist eben nicht so dolle. Ne? Es ist halt sehr dicht dran am SMA und man sieht ja halt eben, wie weit in den Filter reingegangen wurde. Die Short-Pin-Bar wurde erkannt, der ATR ist scheinbar auch groß genug, aber eben unsere Regelung mit dem SMA und mit dem Stochastics-Indikator konnten nicht erfüllt werden und dann hatten wir auch noch die Regel, dass es halt das dritthöchste High ist, das würde hier noch gemacht werden, aber soweit kommt der Filter eben nicht. So. Dann würde ich an der Stelle mal noch, da wir nicht so viel Zeit haben, eine Funktion vorstellen, wie man eben die Orders dann abgibt, weil jetzt haben wir die Filterung an sich vorhanden und ich gehe mal in ein anderes Projekt rein. Hier habe ich eine Funktion zum Geben von Orders, die würde ich dann eben mal kurz erklären wollen. Aber für selber programmieren haben wir jetzt gerade nicht mehr genug Zeit. Die habe ich jetzt hier mal reingecopy-pastet. Genau. Okay. Also wir haben hier den Namen der Funktion, der heißt Order. Und wir haben hier einen Order-Typ, was so viel heißt wie, wir möchten gern Short gehen oder Long gehen. Und da gibt es auch noch Typen wie Stop-Orders, Limit-Orders und so weiter für beide Richtungen. Und als weitere Parameter haben wir eben den Stop-Loss, den wir uns setzen wollen und den Take-Profit. So. Dann haben wir eine Art Tickets, die wir dann, das wir später bekommen werden. Das ist zur Zuordnung eine Art ID, damit wir später die Order halt noch bearbeiten können, beziehungsweise uns Informationen rausholen können. Hier wollen wir uns einen Preis festlegen. Der Preis heißt so viel wie, also für welchen Preis möchten wir gerne einsteigen. Da wir Market reingehen wollen, können wir uns einfach auf die vorgegebenen Variablen Ask oder Bid beschränken und
je nach den Order-Typ, der mit reingegeben wird beim Aufruf der Funktion. Da gibt es entweder nur OP-Buy oder OP-Sell als Markets-Order-Typen. Wird dann eben der aktuelle Preis ausgelesen, der dann in der eigentlichen Order-Funktion abgegeben werden muss. Und die eigentliche Order-Funktion findet man hier in Zeile 203. Das ist halt von MQL die vorgegebene Funktion OrderSend. Dort wird eben wieder angegeben, auf welchem Symbol man das Ganze absetzen möchte. Dann eben, was ist der Order-Typ, Markets, in welche Richtung, Limit oder Stop-Order, in welche Richtung. Dann haben wir hier die Lot-Size. Die haben wir allgemein gar nicht definiert. Das können wir oben mal noch schnell tun. Inputs. Lot Size 01 und dann würden wir das Ganze genau hier reinpasten. So, dann haben wir den Preis, der halt schon festgelegt wurde. Das haben wir einen Schritt davor getan. Und genau, was noch wichtig ist, hier gibt es eben die Slippage, die angegeben wird. Da habe ich standardmäßig einfach mal 3 gewählt. Kann jeder für sich bestimmen, was er dort eintragen möchte. Und ziemlich wichtig ist dann eben noch der Stop Loss, der auch in der Funktion halt gegeben wird, der Take Profit, der auch übergeben wird. Und dann haben wir noch die Chance, einen Kommentar zu machen, um das Ganze im Journal dann zuzuordnen. So. Nachdem das Ganze abgeschickt wird, gibt es noch eine Fehlerbehandlung, weil es könnte ja sein, dass aus welchem Grund auch immer die Order eben nicht am Markt geht. Und dort gibt es halt mehrere Fehlercodes, die findet ihr auch in der Dokumentation. Habt ihr den Fehler erstmal, der ausgelesen wird. Und dort habt ihr dann halt sehr viele Fallunterscheidungen anhand des Error-Codes. Hier zum Beispiel ist der Code 134. Das heißt so viel wie, dass nicht genug Geld vorhanden ist und er mit diesem Break quasi die ganze Funktion abbricht und die Order dann halt nicht gegeben wird. So, das ist erstmal das, was ich euch mit auf den Weg geben würde für die Funktion. Die ist, ja, ich sag mal, sehr anfängerunfreundlich und wir wollen die jetzt einfach mal benutzen an der Stelle. Wo wir umgehen. Dort haben wir dann den Order-Typ, den wir noch angeben müssen, OP-Buy. Und dann müssen wir halt noch den Stop-Loss angeben. Da würde ich sagen, nehmen wir einfach das Low der Candle, der aktuellen. Und dann nehmen wir als Take-Profit, könnte man zum Beispiel auch den SMA-Value nehmen. So. Dann haben wir das Ganze auch nochmal für die Short-Richtung. Dort müssen wir dann halt sagen, dass der Stop-Loss das High ist von der Pinbar. Und als Take-Profit könnte man jetzt auch wieder den SMA benutzen oder man denkt sich eben was anderes aus, könnte auch sagen, man nimmt einen bestimmten prozentualen Anteil zwischen der Distanz zwischen dem Close und dem SMA beispielsweise. Und wenn wir das Ganze jetzt kompilieren, dann können wir unseren Backtest nochmal starten. Den alten müssen wir erstmal stoppen. Dann gehen wir wieder auf Start. Und drücken hier auch die Play-Taste. Und dann müsste jetzt auch gleich der erste Trade schon zu sehen sein. Das ist natürlich so ein richtiger Prototyp-Trade, den ich ja schon vorher mal ausgesucht hatte. Da wird dann eben die Pinbar erkannt. Man sieht halt anhand der Funktion, wird der Stop-Loss gesetzt. Ja. Es wird short gegangen mit dem Kommentar Pinbar. Und der SMA-Wert wird quasi als Take-Profit auch erreicht. Und ja, in dem Beispiel ist eben alles schick.
Wie man jetzt so weiter vorgehen könnte, ist, man müsste jetzt eben versuchen, mal größere Testzeiträume zu benutzen, könnte dann den visuellen Modus halt ausschalten und schaut dann eben mal in dem puren Backtest, wie das Ganze performt und ob das halt profitabel ist oder nicht. Und wenn man das optimieren möchte, da haben wir natürlich viele Stellen, wo wir das machen können. Wir könnten das anhand des Stochastics-Wertes tun oder wir könnten uns auch einen anderen SMA-Wert raussuchen. Wir könnten sagen, dass wir das mit den höheren High und den tieferen Tief nicht mögen und dort irgendwas umstellen. Genauso wie wir halt sagen können, wir möchten den Filter irgendwie extremer einstellen, indem wir sagen, der ATR muss sehr viel größer sein, also die Größe der Kerze muss zum Beispiel das anderthalbfache mindestens des ATRs sein. Und da gilt es halt immer zu beachten, dass man den Filter nicht zu hart einstellt, beziehungsweise man muss sich einfach bewusst sein, dass umso härter der Filter ist, umso weniger Trades werden eben gemacht. Und das muss man einfach wissen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, sind wir an der Stelle soweit durch. Und ja, dann nochmal recht herzlich vielen Dank für die Bemerkung zwischendurch mit dem Fehler im Code und allgemein auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde jetzt nochmal kurz einen Blick in die Fragen werfen, ob hier noch was offen ist. Nee, ist nichts mehr offen. Ist nichts mehr offen. Soweit alle Fragen beantwortet, genau. Super, okay. Ja, dann war's das. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche natürlich allen noch einen schönen Abend. Und nicht vergessen, nächste Woche ist IB Days, da könnt ihr gerne einschalten. Wir haben auf unserer Webseite im AlgoCamp auch noch ein neues Trading-System. Das ist quasi unser neues Schmuckstück und handelt den FDAX als CFD. Könnt ihr euch gerne mal alle ansehen. Und das Ganze ist halt für die MetaTrader 4 erhältlich. Bald wird das auch ausgebaut auf den NinjaTrader und den MetaTrader 5. Da haben wir auch die ganzen Kennzahlen angegeben und wie immer, wenn es Fragen gibt, dann Fragen sind jederzeit bereit. Ja, super. Dann, ja, also die Aufzeichnung, soweit sie funktioniert hat, wird dann auch online gestellt. Wo Sie das finden, habe ich Ihnen ja gezeigt. Und zu der Frage, ob man den EA haben kann, werden wir jetzt noch intern besprechen, inwieweit wir den zur Verfügung stellen können, ob als Download oder nur an die Teilnehmer. Aber das werden Sie dann entsprechend erfahren. Ja, vielen Dank, Manuel, für die zwei Webinare. War auf jeden Fall wirklich sehr interessant. Sehr gerne. Und ja, wir werden ja demnächst weitere Webinare haben zusammen. Insofern ja, wünsche ich erstmal allen noch einen schönen Abend. Denken Sie daran, sich anzumelden für die nächsten Webinare. Und dir, Manuel, natürlich auch nochmal danke und einen schönen Abend. Ja, schönen Abend euch allen. Auf Wiedersehen.